So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Ausgabe von Gezockt. Ich möchte euch heute wieder über die Spiele berichten, die ich seit dem letzten Gezockt so gespielt habe. Wie gesagt, keine Sorge, das Format 4 wollen doch nur spielen. Mit Steff, Marie und Manu wird es auch weiter noch geben, aber jetzt auch gerade mit Spiel des Jahres hatten die beiden natürlich auch viel zu tun. Das wird es auf jeden Fall wieder geben, aber ich spiele halt viel mehr, als dass ich alle 2 Wochen über 4 Spiele berichten könnte. Und ich habe jetzt schon einige Spiele gespielt seit dem letzten Mal, aber gar nicht so viele unterschiedliche Spiele. Dafür einige von diesen Spielen einige Male. Also das eine ist jetzt irgendwie bei 6 Partien seit dem letzten Mal. Das habe ich erst letzte Woche bekommen. Das andere steht hier jetzt gerade bei 12 gelockten Partien. Das Video drehe ich am Sonntag und es wird wahrscheinlich am Mittwoch online gehen. Das heißt, es werden noch einige Partien bei einigen von diesen Spielen dazukommen. Und es ist auch ganz spannend. Ne, wie gesagt, Mittwoch kommt das Video, das heißt, ihr habt die Spiel des Jahres Nominierung schon gesehen, wisst, was nominiert wurde, ich weiß es jetzt noch nicht und ich weiß eben auch nicht, ob Cross Clues nominiert wurde oder nicht. Ich habe es aber gespielt am Samstagabend, war ja Marcel da, da haben wir die Partie auch live gestreamt, da könnt ihr mal reingucken, da habe ich auch Timestamps rein, bei 5:49 fangen wir an Cross Clues zu spielen. Das Ding ist super schnell, also ich glaube nach weniger als 5 Minuten waren wir damit fertig und das ist ja so eine Art Codenames Light, so ein direkteres, schnelleres Codenames, wo auch immer alle involviert sind, alle spielen mit. Man kann das auch mit Sanduhr spielen, dauert so eine Runde nur 5 Minuten. Man muss auch immer nur Assoziationen zu 2 Begriffen finden. Das heißt, da liegen irgendwie in der einen Spalte irgendwie, liegt irgendwie 1, 2, 3, 4 aus. Oben liegt halt A, B, C, D und denen sind immer Begriffe zugeordnet. Zum Beispiel Auge, Frühling, Krieg und Helm liegen oben und dann hier an der Seite liegen irgendwie Banane, T-Shirt, Schokolade, Krankheit. Und dann bekomme ich irgendwie eine Karte auf die Hand oder 2 Karten mit D1 und A4 und dann weiß ich halt, okay, das eine, da muss ich irgendwie Banane und Helm miteinander verbinden und beim anderen muss ich irgendwie Krankheit und Auge miteinander verbinden. Und dann überlege ich halt, aber es macht, alle haben halt gleichzeitig Karten auf der Hand und alle, wer halt was weiß, der sagt einen Begriff und dann müssen halt die anderen belegen, okay, was kann man damit irgendwie verknüpfen? Und wenn ich jetzt, ich könnte zum Beispiel sagen Fallobst und dann würden halt die anderen überlegen, okay, was meint er jetzt mit Fallobst? Am Anfang sind noch alle Kombinationen möglich, dann würden sie halt gucken, Fallobst und Krankheit, nee, Fallobst und Schokolade, vielleicht, Fallobst und T-Shirt, nee, Fallobst und Banane. Ja, Banane mit Obst passt schon mal, aber aus der anderen Reihe, Banane und Auge, ist das irgendwie Fallobst? Weiß ich nicht, Banane und Frühling könnte schon sein, die Sachen blühen, fallen runter, Banane und Krieg. Bananen und Helm. Oh, warte, Fallobst fällt runter, fällt mir auf den Kopf, wenn ich einen Helm trage, bin ich geschützt. Aha, also muss er irgendwie A4 damit meinen und dann ruft das irgendwie rein, sagt A4, ich sag hier, bam, stimmt. Und so müssen wir nach und nach versuchen, dieses Raster zu füllen. Es ist am Anfang natürlich deutlich leichter, wenn halt in der Spalte, wo Frühling drüber liegt, wenn da schon 3 Sachen liegen, dann sage ich einfach Sommer, dann wissen die Leute, okay, er meint Frühling damit. Das heißt, hinten raus wird das Spiel immer ein bisschen leichter, aber so eine Runde dauert halt auch nur 5 Minuten und dann kann man einfach die Karten irgendwie umdrehen, neue Karten auslegen und spielt einfach noch eine Runde. Das Ding macht schon zu zweit viel Spaß. Ich kann mir das mit mehr Leuten auch auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Wie gesagt, meiner Meinung nach wird das für Spiel des Jahres eher nicht reichen, aber vielleicht wurde es ja jetzt doch nominiert, wäre auf jeden Fall keine schlechte Wahl, ist aber auf jeden Fall eine gute Empfehlung, wenn ihr diese Art von Spielen mögt und wenn ihr vielleicht auch sagt, Codenames mag ich, aber das ist immer ein bisschen sehr lang und die Downtime ist doch ein bisschen hoch. Codenames ist auf jeden Fall das intelligentere Spiel, das noch ein bisschen cleverere Spiel, weil ich dann auch mehr Begriffe miteinander kombinieren kann und Decrypto ist dann nochmal eine Stufe mehr auf jeden Fall, aber wenn man da jetzt ein paar Vorstufen zu sucht, dann ist auf jeden Fall Cross Clues ein Spiel, das könnt ihr überall mit hinnehmen, das könnt ihr überall spielen, das werden auch sicher Familienmitglieder, die sonst wenig bis gar nicht spielen, durchaus spaßig finden und gerne mitspielen wollen, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So, dann habe ich The Grand Carnival gespielt. Das Spiel hatte ja im letzten Jahr so einen kleinen Mini-Hype, zumindest habe ich das überall mal gesehen, dass Leute auf Instagram Fotos damit gepostet haben und dass es auch in Kommentaren ein paar Mal aufgetaucht ist und ich habe das jetzt eben auch spielen können, weil mir ein Zuschauer der halt auch mitbekommen hat, dass ich halt sage, hey Leute, Dune würde ich euch gerne zeigen, aber kann ich gerade nicht. Der hat mir halt ein Paket gepackt, hat gesagt, hier, ich habe meins jetzt eh schon gerade durchgespielt, kannst du gerne haben, ein paar Mal ausprobieren und der Karton war so groß, ich packe da nochmal 2 andere Spiele mit rein. Und eins, da klebt so ein Zettel drauf, hier spielt das mal mit Karl, der mag doch so Legespiele und The Grand Carnival ist eben dann auch so ein Legespiel, wo wir uns quasi einen Zirkus zusammenbauen müssen, wo wir uns halt Teile aus der Auslage nehmen können, die wir dann da hinlegen müssen, in einer bestimmten Orientierung. Da sind immer bestimmte
bestimmte Bauplätze drauf. In der Mitte liegen halt so ja, Tetris-förmige Puzzleteile aus, die wir dann eben da drauflegen müssen, um da halt Attraktionen zu schaffen, wo die Leute dann vorbeigehen, während sie zum großen Zirkuszelt gehen. Und wir spielen eine bestimmte Anzahl an Runden. In jeder Runde habe ich halt 5 Aktionen. Ne? Meine Worker, die ich quasi habe, haben Werte 5, 4, 3, 2, 1. Und dementsprechend wertig kann ich immer Aktionen machen. Also die Zuschauer über meinen Zirkus bewegen, halt 5 Felder weit, 4 Felder weit, 3 Felder weit, 2 Felder weit oder 1 Feld weit. Aber vielleicht auch bestimmte Plättchen, die ich brauche. Da will ich jetzt das haben, das oben bei der 5 liegt. Dann muss ich halt meinen 5er Marker in der Runde dafür verbrauchen. Kann mir dann aber kein 5er Puzzleteil mehr nehmen oder kann meine Zuschauer nicht 5 Felder weit bewegen. Und man denkt sich am Anfang, okay, ich baue das erstmal irgendwie alles in Ruhe auf. Aber man muss die Leute halt nachher auch noch bewegen und da gehen einem dann auch so ein bisschen die Aktionen aus gegen Spielende, wenn man das nicht einigermaßen gut managt und am besten auch diese Zirkusarena so baut und der Zuschauer dann am besten auch zwischen 2 oder sogar manchmal 3 Attraktionen steht, weil auf alle angrenzenden Attraktionen wird dann so ein Ticket gelegt. Ich brauche am Ende eine bestimmte Anzahl an Tickets und jede Attraktion kann aber auch nur so viele Tickets aufnehmen, wie sie Felder abdeckt. Also das muss man schon gut planen, gut managen. Das ist einfach ein rundes, solides Spiel, wo ich bisher eine Partie gespielt habe. Das wird immer wieder auf den Tisch kommen. Karl mochte das tatsächlich auch. Ich glaube zum einen, weil er auch ziemlich hoch gewonnen hat, zum anderen aber auch, weil das halt nicht so ein klassisches Puzzle-Legespiel ist und man sich dann irgendwie wie bei My City denkt, als dieses Teil, ah, das kann ich ja nicht drehen und passt da nicht hin und da ist der Fluss, sondern man muss halt schon relativ viel planen, kann halt auch die Muster, die Baugründe so bauen, dass man dann eben selbst auch die Teile, die halt in der Mitte ausliegen, da halt drauflegen kann, also gar nicht so sehr puzzeln muss, sondern da schon viel mit Planung drin ist und dass ich halt meine Aktionen gut managen muss, dass ich halt diese Zuschauer bewege, weil immer, wenn ich halt meine Zuschauer von den Eingängen wegbewegt habe, dann gibt es noch so Marktschreier, die mir erlauben, dass ich meinen Zuschauer noch mal eins weiter bewegen kann. Die sind aber auch limitiert. Das heißt, da habe ich einen Druck, das früh zu machen. Ich möchte aber auch erst einen Zirkus bauen, damit die halt viele Tickets verteilen. Und am Ende gibt es halt für ganz, ganz viele Dinge Punkte, wenn ich so und so viele Tickets habe, für jeden Marktschreier, wenn ich irgendwie Leute ins Zirkus-Safe bekommen habe, wenn ich irgendwie Sets aus gleich großen Teilen habe, je größer, also ein Set aus irgendwie 5er Teilen bringt mir richtig viele Punkte, aber dann muss ich auch mal hinbekommen, 5er Bauplätze zu bauen. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, das ich auch bestimmt noch irgendwie ein, zwei Mal spielen werde, bis ich dazu ein Video gemacht habe. Aber danach wird das, glaube ich, also A, ist es nicht meins, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das ist so toll, das muss ich mir auf jeden Fall auch holen. Also in dem Paket waren andere Spiele drin, wo ich sage, okay, das werde ich irgendwann leider wieder zurückschicken müssen. Das brauche ich aber auch, weil das einfach so unfassbar gut ist und ich das auch vielen Leuten zeigen möchte, ich das selber auch noch gerne häufiger spielen möchte. Und Grand Carnival ist ein gutes Spiel, ein Familienspiel nicht, aber sag ich mal so seichtes Kennerspiel auf Familienniveau, dass man eben auch gut in vielen Runden spielen kann, dass sicher auch vielen Leuten gefallen wird. Da würde es mich auch sehr, sehr, sehr wundern, wenn da keine deutsche Version von rauskommt. Vielleicht ist sowas ja schon angekündigt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr wisst. Würde sich natürlich über Boardgame Circus anbieten. Nur so als Idee. So, dann habe ich Dunaia gespielt. Da habt ihr vielleicht noch gar nichts von gehört. Das hat noch nicht mal ein Release-Jahr, obwohl das Spiel ja scheinbar schon fertig ist. Ich habe davon eine Rezensionskopie zugeschickt bekommen. Ich glaube auch tatsächlich fast ungefragt. Die war einfach da in so einem Rezensionspaket. Und das habe ich mir mal angeguckt. Das ist so ein kleines, nettes Spiel, wenn ihr so Dice Drafter mögt. Sowas wie irgendwie Santa Maria oder sein Nachfolger davon. Und ihr das in einer deutlich einfacheren Version haben wollt, die aber trotzdem ein bisschen Nachdenken und Planung erfordert, dann könnte Dunaia tatsächlich was für euch sein. Da habt ihr nämlich auch so verschiedene Bauplätze, 9 Stück auf eurem eigenen Tableau. Es werden halt Würfel gewürfelt. War auch sehr witzig. Da steht auch in der Anleitung dann drin, ihr müsst erst die schwarzen Würfel nehmen, bevor ihr die farbigen Würfel nehmen könnt. Und wir saßen da und dachten uns, also die Würfel haben schwarze Punkte, aber die sind weiß. Und die FAQ auf der Homepage hat, glaube ich, bisher einen Eintrag, wo drin steht, dass die schwarzen Würfel weiß sind. Also da ist es wohl zu einer kleinen Verwechslung gekommen. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch dann quasi diese Würfel nehmen und habt ihr jetzt so diese Bewohner, diese Dunaias auf eurem Tableau stehen. Die stehen halt immer zwischen bestimmten Feldern. Die haben alle eine Zahl. Und wenn ich mir halt als Würfel eine 4 nehme, dann aktiviere ich damit den 4er-Miepel und gucke halt, neben welchen Feldern steht, dann aktiviere die beiden. Bekomme also entweder Ressourcen oder irgendwie so Chips, mit denen ich Spezialaktionen später auslösen kann. Oder wenn ich Gebäude im Bau habe und der neben so einem Gebäude im Bau steht, dann bewegt sich halt der Baumarker da drauf und irgendwann ist das Gebäude fertig. Und je nachdem, was es denn für ein Gebäude ist, hat das unterschiedliche Effekte. Das heißt, später bei manchen Gebäuden kann es sein, wenn eine Figur daneben steht und ich die aktiviere, dann bekomme ich irgendwelche Vorteile, irgendwelche Ressourcen, auch teilweise abhängig davon, welche Farben die Gebäude angrenzend haben, die ich dann auch über Spezialaktionen manipulieren kann, wo ich dann im Gebäude noch mehrere Farben geben kann. Diese Level 1 Gebäude, die haben immer eine Spezialfähigkeit, da kann ich dann am Ende einen Würfel
wenn ich den genommen habe, dann habe ich den nicht einfach nur, ich kann ja auch wieder zurück aufs Tableau legen und irgendwelche Aktionen machen. Ressourcen bekommen, meine Figuren bewegen, damit ich später noch mit anderen Würfeln auch andere Gebäude aktivieren kann oder halt Gebäude kaufen. Und ich kann mir halt auch selber so Würfelablagefelder bauen, die halt irgendwelche Spezialaktionen machen, die mächtiger sind als die auf dem allgemeinen Tableau. Und die Level 2 Gebäude, die haben halt immer einen Effekt, wenn ich die Figur, die daneben steht, aktiviere, bekomme ich irgendwie Ressourcen dafür. Und die Level 3 Gebäude bringen mir in der Regel Punkte, abhängig davon, welche Gebäude angrenzend stehen, aber die Punkte kriege ich dann erst am Spielende. Und dann gibt es noch so Achievements, die man erreichen kann, zum Beispiel als erster 12 Ressourcen haben oder als erster ein Gebäude aus jedem Level haben oder als erster 6 Gebäude haben, dann bekomme ich diese Marker, bekomme dafür auch nochmal Punkte am Ende. Es gibt noch so, ich habe immer so Mikrochips, die ich irgendwie an mein Tableau anlegen kann und je nachdem, welche Zahlen ich da angelegt habe, kann ich mir so Spezialaktionen nehmen, mit denen ich so Blumen bauen kann, die mir auch wieder Punkte bringen am Ende. Und das, also erstmal dachte ich, das wäre irgendwie total banal, weil auch der Name so ein bisschen komisch ist, das Layout jetzt auch, kann man drüber streiten, wenn man es dann gespielt. Da steckt schon ein bisschen was drin, also wenn ihr so Dice-Draft-Spiele mögt und wie gesagt, das halt jetzt nicht gleich so Santa Maria-Level sein soll, sondern ein bisschen drunter, aber trotzdem schon auf einem guten Kennerniveau, dann kann man sich das mal angucken. Umgehauen hat uns das tatsächlich nicht, dass wir jetzt gesagt haben, wow, das ist die Erleuchtung. Das sind halt gefühlt schon Mechaniken, die man irgendwie kennt, die gut miteinander verwoben sind, die jetzt aber irgendwie nichts Neues bieten, die aber trotzdem ein durchaus interessantes Spiel bieten, wenn man halt so eine Art von Spielen mag. Also ich habe das neulich auch im Chat gehabt, da haben auch irgendwie zwei Leute gefragt, ey, Dice Draft, da finde ich total interessant, das könnt ihr ja so empfehlen. Das ist was, was man sich auf jeden Fall angucken kann. Ich finde halt den Namen ein bisschen komisch, dieses Dunaia, das Setting unterstützt auch das Spiel nicht so wirklich. Also das hätte ich mir irgendwie in so einem anderen Format eher gewünscht und dann wäre das vielleicht noch ein bisschen interessanter, würde noch mehr Leute ansprechen. Mal gucken, ob das einen deutschen Vertrieb bekommt. Das ist von Blam. Die haben ja auch zum Beispiel, wie ich hier gerade sehe, Chakra gemacht, was ja auch vielen Leuten gefallen hat. Also wenn jetzt zu den Leuten gehört, die Chakra mögen und so Spiele, sage ich mal, auf dem Komplexitätsgrad interessant finden, nur eben dann halt so als Dice Drafter. Dann guckt euch Time Arena, haben die auch gemacht, so ein Kampfspiel mit Sanduhren, das ist eigentlich auch ganz cool. Also kann man sich mal angucken, ist jetzt aber, glaube ich, nichts, was bei mir, also ich werde da auch noch, vielleicht, also könnt ihr mal schreiben, ob euch das interessiert, dann werde ich da auch ein Video zu machen und ja, bei mir wird es aber nicht mehr so oft auf dem Tisch landen, ehrlicherweise. So, dann Burger Blast Teil 2, da habe ich ja schon im Gezockt mit Steff, Marie und Manu drüber geredet, da habe ich jetzt meine eigene Version von zugeschickt bekommen, auf Englisch leider, das macht natürlich schöner, wenn es ein Spiel auf Deutsch gibt, wenn man da die deutsche Version von hat, aber das geht schon und ich bin ja riesengroßer Fan vom ersten Teil, ne, dieses Konzept, dass wir so quasi Ocean's 11 nachspielen. Wir sind halt so Gauner, die in so ein Bürogebäude einbrechen, da halt ein Safe auf drei Etagen oder auf jeder Etage einen Safe knacken müssen. Und da müssen wir quasi übers Dach entkommen, während auf jeder Ebene halt Wächter rumlaufen. Wir halt immer Orte entdecken, die dann irgendwie Wärmesensoren haben können. Das heißt, wenn wir da unseren Zug beenden, wird es halt immer wärmer, dann geht es irgendwann los. Oder wir entdecken irgendwie einen Ort, der einen Bewegungssensor hat. Das heißt, wenn wir uns da schnell durchbewegen und unseren Zug nicht da beenden und quasi erstarren, dann geht der Alarm los und die Wachen kommen zu uns. Das hat echt viel Spaß gemacht. Da habe ich viele Partien von gespielt, habe es auch damals sehr empfohlen. Haben sich, glaube ich, auch einige von euch auch gekauft. Und Teil 2 streamlined das Ganze jetzt so ein bisschen. Da gibt es nur noch zwei Ebenen und es ist auch so gemacht, dass man irgendwie die Spielschachtel zu so einer zweiten Ebene bauen kann, die man dann quasi über die erste stellt und das ist ein ganz witziges Gimmick, aber man sitzt immer so da und guckt da drunter, kann das nicht alles sehen, das Licht ist nicht so gut, also ich würde dann eher vielleicht den Kasten nehmen ohne die Säulen und den ein bisschen erhöht daneben stellen, dann weiß man, okay, das ist die zweite Ebene. Das ist ein ganz witziges Gimmick und nett, dass sich da Gedanken gemacht wurden, aber von der Praxis her nicht wirklich gut umsetzbar. Und das Spiel selbst, also wie gesagt, den ersten Teil fand ich mega gut, den zweiten Teil immer noch gut. Das Szenario, das ich mit Marcel damals gespielt habe, war auch spannend und auch relativ zügig rum. Jetzt in dem Szenario hatten wir es so, man muss ja auch da erstmal irgendwie das Büro finden auf der einen Ebene, den Safe auf der anderen, den dann knacken und dann wird ja so ein Finale ausgelöst, das in jeder Partie mal anders sein kann. Man kann das Ganze auch als Kampagne spielen. Ich glaube, es gibt 6 oder 8 verschiedene Ausgänge, wie das Ganze dann, was man halt so noch danach machen muss. Und wir hatten jetzt in der letzten Partie leider ein sehr nerviges Szenario, wo wir einfach so einen Würfel bekommen haben, den wir auf eine 1 gedreht haben. Dann mussten wir jetzt von da, wo wir gerade sind, in einen Raum mit einer 2 laufen. Dann konnten wir Würfel auf eine 2 hochdrehen. Dann mussten wir zu einer 3 laufen. Dann konnten wir Würfel auf eine 3 drehen. Dann zu einer 4 und zu einer 5, bis wir halt bei der 5 waren. Und dann konnten wir das Gebäude verlassen. Und das hat halt zu einem super fummeligen Optimierungsfinale geführt, das auch gefühlt ewig gedauert hat, wo auch die Wachen immer genau so gelaufen sind, wie wir es gar nicht gebraucht haben. Das hat sich dann nicht mehr so cool und fluffig angefühlt. Da meinte noch
Philipp so, boah, das war jetzt sehr anstrengend und ja, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, wo ich dachte, ach schade, dass es so ein doofes Finale war, aber eigentlich ist das Spiel sehr cool und sehr witzig, da wird es auch dann noch ein Video von mir geben, aber nach der Erfahrung, die ich damit jetzt gemacht habe, werde ich auf jeden Fall nochmal 2-3 weitere Szenarien spielen, mal gucken, wie das dann abläuft, weil ich dann halt eben sagen kann, okay, da gibt es so irgendwie 1-2 Finals, die nicht so super toll sind, die anderen sind mega spaßig oder, und ich werde dann glaube ich auch nochmal den ersten Teil im Vergleich dazu spielen und einfach mal gucken, ob ich vielleicht da sogar sagen kann, Leute, ne, Teil 2 ist ganz nett, aber holt euch lieber Teil 1. Das könnte tatsächlich passieren, muss ich mal wieder auf den Tisch bringen, werde ich euch dann auf jeden Fall berichten. So, dann die Suche nach Planet X, da habe ich ja rauf und runter gespielt, die englische Version davon, die deutsche kommt irgendwann demnächst bei Schwerkraft und da habe ich euch ja im Solo-Video schon einiges drüber erzählt, da brauche ich das jetzt alles nicht nochmal irgendwie groß ausweiten. Es ist ein super cooles Spiel, es ist vielleicht das beste Deduktionsspiel, das es gibt, weil, wie ich ja auch da in dem Video schon gesagt habe, man kriegt eigentlich keine schlechten Hinweise, selten Informationen, mit denen man nichts anfangen kann. Und wenn doch, hat man eigentlich selber Schuld, weil man halt immer genau selber überlegen kann, was frage ich, wonach überwache ich gerade den Himmel, welches Fachgebiet will ich untersuchen, wo könnte mir eine Info was bringen. Und man lernt halt relativ viel von Partie zu Partie und fängt auch immer an, mehr die Zusammenhänge zu verstehen und wo die Objekte am Himmel dann sein können und was gerade schlaue Informationen sind und dass man halt bestimmte Dinge, die erstmal offenkundig sehr schlau sind, vielleicht doch nicht macht oder nur zu einer bestimmten Zeit macht. Und ich will auch gar keine großen Strategietipps geben. Es gibt ein paar Sachen, die man am Anfang aber machen sollte, wo man schon viel an Informationen rausbekommt. Ich würde zum Einstieg auf jeden Fall die normale Version empfehlen, um die Mechanismen und Regeln kennenzulernen, aber sobald die sitzt, fangt sofort an, die fortgeschrittene Version zu spielen auf der Rückseite, wo es nicht nur 12 Sektoren gibt, sondern 18 verschiedene Sektoren. In jedem dieser Sektoren, falls ihr ja gestern das Video nicht geguckt habt, ist halt immer ein stellares Objekt. Das kann auch tatsächlich das absolute Nichts sein, aber in der Regel sind da halt Asteroiden drin, Kometen, Zwergplaneten, Gaswolken oder eben Planet X. Aber ein Sektor, der Planet X enthält, erscheint erstmal leer. Es gibt dann immer so Logikregeln, die halt irgendwie sagen, eine Gaswolke ist immer neben dem absoluten Nichts oder der Zwergplanet, da ist nie Planet X daneben. Oder eben auch diese Zwergplaneten sind immer in so einem Band von 6 Sektoren und da sind dann die 4 irgendwie drin aufgeteilt oder Asteroiden tauchen immer neben anderen Asteroiden auf. Das heißt, entweder habe ich, es gibt 4 Stück davon, entweder habe ich 2 Pärchen irgendwo. Wenn ich feststelle, da sind 3 nebeneinander, weiß ich, an einer der anderen Positionen muss noch ein 4. sein, weil halt nie einer alleine sein kann. Und so gibt es eben auch in jeder Partie, neben diesen grundsätzlichen Regeln, immer noch andere Logikregeln, die man so nach und nach erforschen kann, wo man auf der Planetenkonferenz auch allgemeine Informationen bekommt. Und man kann auch noch, wenn man denkt, man weiß, was in einem Sektor ist, kann man Theorien veröffentlichen, was da drin sein soll. Nach ein paar Runden werden die dann halt per Peer Review überprüft und dann weiß man, okay, das ist wirklich so, damit gebe ich den anderen Spielern Informationen, aber ich bekomme eben auch Punkte dafür, dass ich das rausgefunden habe und noch mal extra Punkte, dass ich das als Erster rausgefunden habe. Und ich muss auch nicht zwingend Planet X als Erster gefunden haben. Das kann ich auch, ich kann ihn auch gar nicht finden oder erst nach den anderen Spielern. Wenn ich halt viele richtige Theorien veröffentlicht habe, dann bekomme ich dafür auch Punkte und kann dann sogar eine Partie gewinnen, ohne Planet X gefunden zu haben. Das Spiel funktioniert super gut solo, ist solo sehr, sehr hart mit mehr Spielern. Man denkt halt die ganze Zeit, also wenn ihr da mal in den Stream reinguckt, meistens werdet ihr uns da sehen, wie wir auf unseren Spielplan gucken und da Dinge aufschreiben und Dinge wegstreichen. Und das ist, also zum Zugucken sind Brettspiele eh immer nicht ganz so interessant, wie es Computerspiele sind und bei dem glaube ich tatsächlich noch ein bisschen weniger. Deswegen, ja, wenn man das Spiel ein bisschen häufiger gespielt hat, dann weiß man, dass man auch aus den Dingen, die Mitspieler machen, wo man zwar nie das Ergebnis erfährt, aber wo man schon weiß, wo haben die jetzt gerade Informationen drüber, wo veröffentlichen die Sachen, was könnten die damit wissen, was für Schlussfolgerungen kann ich da für mich rausziehen. Also da ist schon mehr Interaktion drin, als es am Anfang den Anschein macht, aber man muss so eine Art von Spiel halt wirklich wollen. Das ist sehr ruhig am Tisch, es ist sehr denklastig, aber es ist eben auch wirklich unfassbar gut. Und dementsprechend natürlich, wenn jemand das Spiel schon deutlich mehr verstanden hat als so ein kompletter Anfänger, hat der natürlich einen Vorteil und wird vermutlich die meisten Partien gewinnen. Das ist aber auch ganz schön, man braucht zwingend eine App dazu, entweder auf dem Handy oder Tablet oder eine Web-App am Laptop, weil ne, diese ganzen Informationen, diese ganzen verschiedenen Szenarien, diese ganzen Logikrätsel, das kann man, also eine App ist da halt wirklich die beste Lösung für, um das halt wirklich auch fehlerfrei umzusetzen, dass man da nicht irgendwie irgendwas das Spiel kaputt machen kann. Cryptid ist ja auch so ein cooles Logikreduktionsspiel, aber wenn da ein Mitspieler einen Fehler macht, ist für alle das Spielergebnis hin. Das kann einem bei Planet X tatsächlich nicht
nicht passieren, außer ich verlasse mich zu sehr drauf, dass die ihre Theorie da veröffentlichen und eben auch wirklich wissen, was da ist, ne, dann muss ich halt auch mit einplanen, dass die daneben liegen können und das vielleicht falsch ist, was die da hinlegen, zumindest so lange, bis es veröffentlicht wurde, aber eben, was ich sagen will, auch wenn man es mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielt, also wenn ich das jetzt nach irgendwie 20 Partien gegen jemanden spiele, der es das allererste Mal spielt und ich eben auch wirklich denke, bestimmte Konzepte des Spiels begriffen zu haben, kann man auch den Schwierigkeitsgrad anpassen. Ich kann ja sagen, ich spiele auf Genius, ich bekomme also keine Starthinweise und der andere Mitspieler bekommt 4 oder 8 Starthinweise, dass er schon mal in bestimmten Sektoren weiß, was da nicht drin sein kann. Das heißt, da kann man den Schwierigkeitsgrad auch schon mal anpassen. Das ist also auch gut gemacht und ist einfach ein cooles, tolles Spiel. Absolut keine Empfehlung für jedermann. Man muss solche Logik-Deduktionsspiele mögen und wollen. Dann ist es aber mit eines der besten Spiele aus dem Genre, würde ich sagen. So, und dann habe ich Dune und Anak gespielt. Warum nenne ich die beiden Spiele zusammen? Das sind ja beides Deckbau-Worker-Placement-Spiele. So ein Konzept, das es so in der Form noch gar nicht so oft gab. Da gibt es ja jetzt auch dieses Endless Winter, was, glaube ich, Ende des Jahres erscheinen soll, was es auch wieder verbindet, was auch sehr, sehr gut sein soll. Und da fragen natürlich auch viele Leute immer, welches ist toller, welches soll ich mir holen, welches magst du mehr? Man muss bei beiden Spielen sagen, dass sie einfach super unterschiedlich sind. Sie machen erstmal offenkundig das gleiche, Worker Placement mit Karten, aber das ist so, als wenn ihr beim Spiel mit Hexfeldern sagt, das ist ja wie Siedler. Nee, ist es nicht. Und man muss vor allen Dingen auch bei beiden Spielen, ich habe jetzt wie gesagt auch Anak Gott sei Dank nochmal gespielt, um da eben auch den direkten Vergleich ziehen zu können. Ich muss sagen, ich finde die beide gut. Die sind ja beide so unterschiedlich, dass man die auch beide ohne Probleme in der Sammlung haben kann. Die triggern auch beide ganz unterschiedliche Sachen. Und obwohl es eben immer heißt, Deckbau mit Worker Placement kombiniert, der Deckbauaspekt ist in diesem Spiel ein sehr, 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 sehr kleiner. Ihr baut euch da zum Beispiel in Dune, habt ihr jetzt ein Startdeck aus 10 Karten. In der Regel spielt ihr dieses komplette Deck und auch plus die Karten, die ihr euch kauft, 3-4 Mal durch, bevor das Spiel zu Ende ist. Das heißt, welche Karten ihr euch holt, hat schon eine gewisse Auswirkung. Die seht ihr wieder, die braucht ihr, die Effekte da drauf. Aber ihr macht jetzt nicht irgendwie 10-20 Mal euer Deck durch und baut euch da super coole Kombinationen zusammen. Habt irgendwie so diese klassischen Combo-Züge, die man in Deckbauspielen normalerweise hat, wo ich die auch spiele, hier noch das triggern kann, hier das spielen kann, da das triggern kann. Das spielt halt eher eine untergeordnete Rolle. Und zwar sowohl bei Anak als auch bei Dune. Also auch bei Anak hole ich mir natürlich Karten in mein Deck. Die hat unterstützen, was ich da mache, aber die sind halt nur ein kleiner Aspekt. Ein wesentlicher Aspekt sind natürlich auch die Felder, die ich als Arbeiter quasi besetze, wo ich dann Ressourcen bekomme, wo ich kämpfen muss, dass ich diese Ressourcen wieder ausgebe, um auf diese Tempelleiste hochzugehen, da wieder Ressourcen bekomme, irgendwie meine Arbeiter benutzen kann, um da wieder Dinge zu machen und eben diese Karten auch eben teilweise nicht für ihre tollen Aktionen ausspiele, sondern nur für ihre Symbole, um damit eben die Kosten für diese Arbeiter zu bezahlen. Wer sich da halt, wie gesagt, so einen klassischen Deckbauaspekt erwartet, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein und da meine Erfahrung ist auch, dass da jetzt kein Spiel wirklich mehr bietet als das andere. Also ein Kumpel hat neulich irgendwie auch im Chat gemeint, ja, bei Anak, da mache ich irgendwie viel mehr mit meinem Deck. Ich habe das wieder gespielt. Ich würde sagen, nein. Also da mache ich bei Dune im Prinzip eigentlich genauso viel damit, nur eben Dune ist dann eben das, also Anak ist ja, es macht einfach super viel Spaß, aber es ist ja, ich sage ja immer so ein bisschen, es ist ein bisschen wie Imperial Setters oder sagen, meinst du, das spielt sich doch ganz anders und du hast doch ganz andere Mechaniken, ja, aber dieses, dass ich halt irgendwie Ressourcen bekomme, gucken, wie ich meine Ressourcen manage, wie ich irgendwie Ressourcen hole, dann hier eine Ressource ausgeben kann, hier hochgehen kann, da eine Belohnung bekomme, hier noch was bekomme, dann hier wieder noch was machen kann und jetzt noch hier Ressourcen bekomme, mit denen ich wieder hier was machen kann, dann kann ich hier Spezialfähigkeit triggern, mir diese Karte holen, wodurch ich diese Sachen bekomme, mit denen ich hier wieder noch einen Schritt gehen kann. Das ist halt so dieses Imperial Settlers Prinzip, wo ich das ja auch ähnlich habe. Wenn ich so ein Spiel das erste Mal spiele, mache ich in meiner ersten Runde vielleicht 4 Sachen und wenn ich irgendwie die 10. Partie spiele, stelle ich fest, okay, wenn ich das clever mache, kann ich in der ersten Runde schon irgendwie 9 Sachen oder 10 Dinge machen und komme dadurch richtig voran und kann dadurch richtig viele Punkte machen. Und bei sowohl Imperial Settlers als auch bei Anak gibt es halt so eine Punkteschwemme. 100 Punkte, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, kein großes Problem, 110, 120, gar keine große Hürde. Bei Dune ist es halt ein Wettrennen. Das Spiel ist zu Ende, sobald man 10 Punkte hat. Das heißt, jeder einzelne Punkt ist schwerer zu bekommen, ist viel mehr wert. Es ist eben auch interaktiver, weil ich habe ja zum einen halt diese Kartenauslage, wo ich mir am Ende der Runde Karten in mein Deck holen kann, die das dann eben minimal verbessern, wo ich halt schon beim nächsten Durchgang andere, tollere Sachen machen kann. Es gibt verschiedene Fraktionen, zu denen ich gehen kann, wo ich dann Einfluss bekomme, wo ich irgendwelche bestimmten Ressourcen bekomme. Aber ich kann auch immer nicht zu jedem Ort. Die Karten zeigen eben an, zu welchen Orten kann
kannst du damit gehen. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen drauf achten. Es gibt halt jede Runde mal so eine Konfliktkarte, die aufgedeckt wird, wo wir so Einheiten in die Schlacht auf Dune schicken können. Und wenn wir da halt gewinnen, dann kriegen wir den ersten Preis, was oftmals Punkte sind oder Einfluss bei den Fraktionen, wofür wir auch wieder Punkte bekommen. Oder es können eben direkt Punkte sein, die wir bekommen. Auch hinten raus in den letzten Karten, die im Spiel sind, geht es oftmals auch um 2 Punkte. Das heißt, da will man auch vorbereitet sein, seine Garnison irgendwie in den Kampf bekommen und dann eben auch diesen Kampf gewinnen und mehr Einheiten haben als der andere Spieler. Es gibt noch so Intrigenkarten, die man bekommen kann, die halt alles Mögliche sein können. Mehr Kampfstärke, dass ich irgendwie Geld für Punkte ausgeben kann, dass ich irgendwie eine Karte ziehen kann und die behalten oder trashen kann, dass ich irgendwie meine Arbeit auf einmal wieder zurückholen kann, also noch einen Zug mehr haben kann oder. Also diese Intrigenkarten sind schon sehr wichtig, die will man schon haben. Ich habe neulich mit einem Kumpel gespielt, der das erste Mal gespielt hat, der sich irgendwie trotz Spezialfähigkeiten nur 2 oder 3 davon geholt hat und dann trotzdem, der hat nicht mal sich den dritten Arbeiter geholt und hat mich trotzdem platt gemacht. Ich weiß nicht, was ich in der Partie gemacht habe. Also ich mag Dune super, super gerne. Ich würde Stand jetzt sagen, es ist mein Nummer 1 Spiel 2021, aber ich bin unfassbar schlecht da drin. Also ich habe jede einzelne Partie gegen andere Mitspieler verloren. Und zwar sang- und klanglos. Die KI habe ich dann platt gemacht, zumindest auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich werde das jetzt auch nochmal bald auf dem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Und Solo ist es ein richtig schönes Puzzle, wo man natürlich auch besser werden kann. Und Dune ist vor allen Dingen auch ein Spiel, wo ich so von Partie zu Partie immer nochmal lerne. Und wo auch jede Partie wirklich anders ist, je nachdem, welche Karten da so ausliegen, was die Mitspieler machen, welche Konfliktkarten so aufgedeckt werden, welche Intrigenkarten ich bekomme, welchen Anführer ich bekomme, da habe ich auch bisher so den Eindruck, dass es in der Hinsicht auf jeden Fall schon mal mehr bietet als Arnak, weil Arnak, haben auch schon so ein paar Zuschauer im Stream gemeint, während wir das Spiel gespielt haben, fühlt sich auch irgendwann gelöst an, dass man weiß, okay, ich muss immer hier auf dieser Tempelleiste vorangehen, muss immer diese und diese Aktion machen und dann muss ich halt noch mir überlegen, okay, wie mache ich das jetzt wirklich effizient, aber der eigentliche Weg, den ich immer gehe, ist immer der gleiche, um halt wirklich ein gutes Ergebnis zu haben. Nur wie ich das mache, hängt natürlich immer von so ein paar Faktoren ab, was ich so zur Verfügung habe, an Karten und an Orten, an Monstern, die da so kommen. Und da bietet Dune, glaube ich, schon durchaus mehr Strategiemöglichkeiten. Es ist eben auch interaktiver, also Arnak ist ja auch relativ solitär, man spielt halt viel nebeneinander her und belegt halt nur irgendwie Aktionsfelder, aber bei Dune habe ich halt noch diesen Konflikt, wo ich halt irgendwie kämpfen muss, wo ich eben auch gucken muss, was haben die anderen so für Karten im Deck, auf welche Aktionsfelder können die gehen, was kann ich ihnen da irgendwie wegnehmen oder wo kann ich sie da blockieren, also ich habe da jetzt hier sind 6 Partien gelockt, ich könnte jetzt theoretisch schon ein Video machen, manche haben auch gefragt, Ben, wann kommt das Dune-Video, wir sind da ganz heiß drauf, das würde ich tatsächlich gerne noch ein paar Mal sowohl solo spielen, als auch eben mit 2 oder mit 3 Spielern, weil das wirklich ein Spiel ist, das so von Partie zu Partie wächst, wo ich vielleicht auch irgendwann mal gewinnen werde oder zumindest in die Nähe des Sieges komme. Und da freue ich mich schon drauf und dann werde ich euch auf jeden Fall darüber berichten. Wie gesagt, mein Kenntnisstand ist, dass es da Produktionsprobleme gab und es eben nicht, wie manche sagen, es jetzt irgendwie bald im Handel kommt, nur weil das irgendwie online auf irgendwelchen Seiten steht. Das soll Ende Juni da sein. Natürlich wird Asmodee alles tun, dass es schneller geht. Also wenn es jetzt doch Ende Mai oder Anfang Juni schon im Laden ist, dann umso toller. Aber rechnet eher mal Ende Juni damit. Jetzt habe ich natürlich die beiden Spiele verknüpft, ne? Arnak und Dune Imperium. Und gesagt, ich habe ja auch, ne, als ich jetzt so ganz viel Dune gespielt habe, darüber geredet habe, auch gesagt, das holt mich schon mehr ab als Dune und ich finde es ein bisschen besser. Die sind einfach sehr anders. Jetzt, wo ich Arnak wieder gespielt habe, habe ich wieder gesehen, das ist ein wunderschönes, tolles Spiel. Das hat mir damals viel Spaß gemacht. Das hat mir jetzt wieder viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt heute sofort noch eine Partie spielen, wobei meine Version gerade Flo hat und Marcel hat seine wieder mitgenommen. Also, die sind schon so unterschiedlich, dass man die auf jeden Fall beide haben kann. Wenn ihr euch für eins davon entscheiden müsstet, wenn ihr halt, wie gesagt, so klassisch Ressourcen tauscht, wenn ihr das halt super gerne mögt, dann ist Arnak wahrscheinlich das für euch bessere Spiel, das auch nicht so viel direkten Konflikt hat. Als Solospieler ist Arnak tatsächlich pipi einfach, also das gewinnt man in der Regel immer. Da muss man sich schon online da gibt es noch irgendwie noch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad und dann soll es so wieder ein bisschen knackiger sein. Es gibt da auch schon, oder soll bald eine Solo-Kampagne dazu geben. Ob man die dann mehr als einmal durchspielen muss, weiß ich nicht, aber es ist natürlich auch nett, dass es die gibt. Und Dune hat eben auch einfach einen super krass guten Solo-Modus. Also ja, die machen einfach beide Sinn. Wenn ihr euch jetzt wirklich nur eines dieser beiden Spiele kaufen wollt, dann guckt euch einfach nochmal die Videos dazu an. Vielleicht mache ich, wenn ich eben auch Dune noch ein paar Mal gespielt habe und vielleicht auch Arnak noch ein, zwei auf dem Tisch hatte, nochmal ein Vergleichsvideo dazu. Und ja, das war dann alles, was ich seit dem letzten Gezockt gespielt habe. Ich hoffe, ihr konntet mit den Infos irgendwie was anfangen. Das ist ja auch immer nur so ein Reden über Spiele, ne? Ich gebe so ein paar Eindrücke wieder. Das sollen ja auch immer keine kompletten Rezensionen sein, sondern nur so
Eindrücke, die ich gewonnen habe, besondere Erlebnisse, irgendwas, wo sich vielleicht auch Eindrücke verschoben oder geändert haben. Und ja, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns sicher bald in einem meiner anderen Videos wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm sehr gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch der Content, den ich mache, generell gefällt, wenn ihr sagt, hey, das mit diesen Listen finde ich gut und mit diesen Übersichtsvideos und mit den Live-Let's Plays, mit den Erklärvideos und diesen Mix, den es da gibt, und das würde ich auch gerne unterstützen, damit es eben auch vielleicht noch ein bisschen toller wird, vielleicht auch mal irgendwann in einer anderen Kulisse, oder dass ihr sagt, hey, wäre auch cool, wenn sich Ben halt wieder noch ein bisschen mehr Zeit nehmen könnte für noch mehr Erklärvideos, ne? Das ist halt immer alles eine Zeitfrage, dann guckt auch sehr, sehr, sehr gerne mal bei Patreon vorbei, da könnt ihr den Kanal, wenn ihr mögt und wenn ihr halt wirklich jetzt merkt, okay, ich gucke irgendwie mehrmals die Woche oder sogar fast täglich rein und es ist ja schon so ein bisschen Arbeit und auch Zeit, die da drin steckt, das würde ich halt auch irgendwie gerne unterstützen mit irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Euro im Monat, dann, wie gesagt, in der Infobox ist der Link zu Patreon, da würde ich mich über jeden Beitrag sehr, sehr freuen, der diese Arbeit eben unterstützt, eben auch dafür sorgt, dass ich das Ganze weiterhin so unabhängig machen kann und eben auch in Zukunft weiterhin absolut unabhängig und eben auch kritisch und unverblümt weitermachen werde und ja, da sage ich nochmal vielen, vielen Dank auch an alle, die jetzt neu dazugekommen sind in diesem Monat und auch danke, ne, immer wieder verlassen natürlich Leute mich bei Patreon, aber eben auch da sage ich danke für die Zeit, wo ihr mich unterstützt habt und das war es dann von mir. Vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss!